Einwohner sind herzlich willkommen. Ach, der Turm ist umgebaut. Cool. Gelände zu steil. Wie oft soll ich denn da noch planieren? Freunde. Was? Und zwei Wohner auch? Was? Joachim, sprechen Sie Deutsch? Alter, was ist denn das hier eigentlich für eine Straße? Guckt euch mal diese Straße an. Weißt du, so eine Straße kann ich bauen. Aber hier, wo alles eigentlich... Moment. Da. Also, ich würde schon sagen, dass das eben genug ist, um da ein Theater hinzubauen. Ach so, Einwohner sind willkommen, zwei Wohner auch. Ach, solange sie arbeiten, ist alles cool. Wieso habe ich denn schon wieder so eine hohe Verderbrate? Was haben wir denn für verderbliche Lebensmittel? Ach so, wahrscheinlich, weil jetzt mal so die Bohnen und Rübengemüse und so wieder dran sind mit Verderben. Und Fleisch. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wir bauen doch noch einen Räucherer. Noch einen zusätzlichen. Wir haben super viel rohes Fleisch und super wenig geräuchertes Fleisch. Passt hier zufällig noch einer hin? Irgendwo? Ja, alles gut, Zahnab. Das spiele ich so lange noch. Alles. Bauen wir den hier hin. Wir haben ja keinen Stress. Rennt uns ja nicht weg. Apropos Essen, das wäre eigentlich auch mal eine geile Idee. So, Real-Life-mäßig. Aber ich sag's mal so, Mr. Marsend, wenn du gerade von Plünderern überrannt wirst und Nahrungsprobleme hast, haben sich die Nahrungsprobleme eventuell gleich erledigt. Ich muss ganz ehrlich sein, die Pfirsichbäume, die gehen mir zu schnell kaputt. Ich gehe jetzt auf Apfel, dann haben wir halt nur eine Sorte Obst, aber ich glaube, das macht tatsächlich in dem Spiel keinen Unterschied. Ja, ich glaube, ich meinte eher, dass du weniger Mäuler zu stopfen hast. So. Ich glaube, ich lasse das mit den Pfirsichbäumen. Da bin ich ja permanent nur am Nachpflanzen. Könnten mal ein bisschen mehr Eisen abbauen. Ich habe gerade geschaut, ob die Jäger noch Wild im Bereich haben, aber da ist nichts mehr. Ja, das spawnt immer mal wieder nach. Wo du halt aufpassen musst, ist, dass du... dass die Jäger sich vielleicht nicht zu sehr überschneiden, damit, ja, wie bei den Fischerhütten, sonst jagt man halt das Gelände zu schnell leer. Und mit den Sammlern, naja gut, die Sammler, das ist halt jahreszeitenabhängig, ne? Nicht alle Pflanzen lassen sich zu jeder Jahreszeit sammeln, muss man auch gucken. Als kleiner Tipp, wenn du Heidelbeer, nee, sind das Heidelbeeren, Brombeeren,
Es gibt eine Buschsorte, also Sumach und Weißdorn ist es nicht. Ich weiß gerade nicht, Heidelbeer oder Brombeer. Die Büsche kann man umpflanzen. Da hast du hier oben dieses, wie bei Gebäuden, Standort verschieben. Die kannst du schön an eine Stelle ziehen und dann von einem Sammler absammeln lassen oder so. Alles klar, Kommodore, dann schönen Abend noch. Danke fürs Reinschauen. Naja, sind halt Beeren, ne? Ist Obst, ist Essen. Und umso voller das Gebiet von deinem Sammler ist, umso effektiver ist er ja am Ende. Ne, es bringt ja nichts, dann 2, 3, 4 Sammler zu haben. Wenn man die Büsche zum Beispiel in einen Sammler setzen kann. Aber ich habe zum Beispiel solche Büsche nicht auf meiner Map, deswegen. Endlich kann ich das Ding hier hinbauen. Vor allen Dingen hätte ich den Turm auch hier stehen lassen können. Wieso konnte ich das denn jetzt? Ich frag einfach nicht. Ich frag einfach nicht, Freunde. Wie sieht denn das aus? Habe ich hier noch genug Bäume zum Abbauen markiert? Na, irgendwie gar nicht mehr, habe ich das Gefühl. Aber die sind auch alle so weit weg. Muss doch mal wieder Bäume pflanzen, die wir dann nach ein paar Jahren abholzen können. Das hier mal abbauen. So. Da sind noch welche zum Abbauen markiert. So. Wir müssen halt ganz schön weit laufen, um hier Bäume abzubauen. Oh Gott. Nee, brauchst du nicht. Tu die Jäger einfach ein bisschen anders verteilen. Du kannst die Gebäude ja einfach umsetzen. Du musst die ja nicht abreißen und neu bauen. Guck, ob du irgendwo anders noch Jagdgebiete hast. Das spawnt nach. Das kommt nach einer Zeit, kommt das einfach wieder. So, die Kneipen sind fertig. Die Zufriedenheit geht hoch. Achso, okay, Sand sieht wieder tutti aus, das ist schön. Kohle und Gold könnte, ja gut, okay, ein zweites Goldbergwerk wollte ich jetzt eigentlich nicht bauen. Kohle hatten wir ein zweites gebaut, ist das schon fertig? Das habe ich ja hier irgendwo am Arsch der Welt hingesetzt. Tatsache. Teilen wir mal noch 2 Arbeiter ein. Ihr macht nur Steine. Ja, mach mal auch wieder so ein bisschen Holz mit. So.
So. Okay, wie sieht's denn aus? Ist der Räucherer schon fertig hier? Das ist ja fabulös. Fabulös. Also mal so hier einstellen. Fisch haben wir eh nicht so viel. Typhus. Jo. Können wir auch nichts machen. Sind die Leute halt krank? Achso, Apotheke. Ist die Apotheke schon fertig? Hier oben ist wieder irgendwas kaputt. 20 Holz. 20 Holzbretter und 5 Stämme. What the fuck? Bitter. Müssen, glaube ich, mal die Sägewerke wieder ein bisschen besetzen hier. Achso, da brauchen wir auch Weide für. Wir haben keine Weide. Oh Mann, ey. Ja, brauchen wir keine 2 Leute einsetzen. Ja, müssen wir noch warten, bis wir Weide kriegen. Jetzt haben wir natürlich wieder ein bisschen kaputte Gebäude, weil uns die Materialien so langsam ausgehen. What the fuck, wieso haben wir so wenig Brennholz? Das hatte ich ja gar nicht mehr im Auge. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir da wieder nach oben gehen. Gerade nachdem wir hier aufgewertet haben. Huiuiui, das wird ein harter Winter, Freunde. Deswegen frage ich mich, weißt du, ich habe die ganze Zeit übelsten Überschuss an Brennholz gehabt. Das ist, manchmal ist dann auf einmal bricht dann die Produktion irgendwie komplett ein. Keine Ahnung. Mr. Tiger, grüß dich. Lecker Brennholz. Du hast Brennholz im Auge? Ja, eben nicht, Stefan. Das ist ja das Problem. Das ist ja das Problem. Ich hatte es nicht im Auge. Ich hätte es mal im Auge haben sollen. Könnte wehtun, ja. Ja, das nehme ich. Jetzt sind hier die ganzen Häuser wieder am Aufwerten. Deswegen haben wir gerade übelsten Bretterbedarf. Andere haben Korn im Auge, er hat Brennholz im Auge, ja? Kann man sehen. Wir brauchen Einwohner. Uiuiui. Wird's Holz knapp. Okay, wir müssen auf jeden Fall, wenn das nächste Mal ein Händler Holz verkauft, ich hätte vor uns Holz kaufen sollen. Ich habe das verpeilt. Kenn ich. Ich weiß auch nicht, wo hier was steht.
Ja, ich glaube, mit dem Brennholz kommen wir so ganz knapp über den Winter, aber auch nur, wenn hier nochmal Holz nachkommt. Das ist allerdings gerade echt schwierig hier mit Abbauen. Könnten gerade leichten Brettermangel kriegen. Ich glaube, aktuell sind es wir beide und Mill, wenn sie dazu kommt, Xanep. Ich weiß nicht, ob Run mitmacht. Keine Ahnung. Bei Bärtchen war es ja auch eher spontan. Ich weiß gar nicht, ob der nochmal was dazu geschrieben hat. Ah, okay. Ich hatte dich vorhin zum, ich habe vorhin nicht gesehen, ob du geantwortet hast, ob du einen Controller am Start hast. Schade. Halt super gern sagen, dass Reparatur vor Neubau geht, aber das kannst du halt auch nicht. Du kannst ja hier nichts irgendwie priorisieren oder so. Ja, wir lassen mal den Winter durchlaufen. Mal sehen, wie viele Leute draufgehen. Ja, weiß ich auch nichts daran. Also ich meine, ich habe schon Bock zu zocken, aber... Ich weiß ja nicht, wie es Interesse technisch im Chat aussieht mit Wreckfest. Ich hatte eigentlich auch gedacht, dass wir gehofft, dass wir ein paar mehr sind. So, jetzt müssen wir hier die Bauern wieder einteilen. Also ich bin da offen, ne? Also wenn wir jetzt sagen, okay, zu dritt macht jetzt relativ wenig Sinn, dann ist das halt so, dann verschieben wir das. Denk mal, der Chat hat technisch gesehen auch nichts dagegen, wenn wir Farthest Frontier weiterspielen. Und ich habe auf beides Lust. Von daher ist das für mich jetzt nur halb so wild. Achso, da sind schon neue gepflanzt, okay. Die Büsche bringen halt nicht so viel Holz, aber dann tun wir die auch mal mit markieren zum Abholzen. Wir brauchen halt Holz. Mal gucken, was wir für Glück haben mit den Händlern gerade. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, was bei Gordon so abgeht und bei Sabrina...
Wieso wird mir das Feld hier nicht angezeigt? Hä? Was ist... Ach, lol. Okay, 58. Ja, ja. Zwei Viehherden. Kurz Pause machen. Ich weiß nicht, ob die irgendwie zu weit weg sind, dass die ständig immer keine Nahrung... Wobei, Nahrung ist doch da. Vielleicht muss ich doch mal mehr Bauern einstellen. Keine Ahnung. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir vollkommen recht, Xane. Definitiv. Beides. Der wird ja auch übelst gern wissen, ob das funktioniert, was du da installiert hast. So, okay. Trader. Was verkauft die junge Dame? Die verkauft nichts, was ich haben will. Okay, naja dann. Ach, wobei, eigentlich können wir hier auch... Das macht hier Typhus gerade die Runde bei uns. Auch nicht schlecht. Steine brauchen wir nicht unbedingt kaufen. Holz wäre halt geil. Na, hoffen wir mal, dass wieder zwei, drei Händler kommen. Können wir ja mal zumachen hier derweile. Hatte ich nicht noch einen zweiten Kornspeicher? Und wenn ja, wo? Ach, da oben. Oh, Getreide sieht echt gerade ein bisschen düster aus bei uns. Wobei der Ertrag eigentlich echt gut ist. Wäre scheinbar... Wir müssen vielleicht doch noch ein Getreidefeld bauen oder so. Ich will mehr Einwohner, nicht weniger. Jo, machen wir so. Machen wir so, Xane. Hier mal noch ein Händler an, oder wie sieht's aus? Heute händlerfreie Zone hier, oder was? Was ist denn die Ursache nochmal für Pocken? Okay. Ja, mit Pocken haben wir echt ein bisschen Probleme. Und ich weiß nicht, warum wir schon wieder so Nahrungsprobleme... Also, Probleme ist jetzt auch übertrieben gesagt, aber... Warum wir so wenig Nahrung haben. Ich meine, gut, wir haben nochmal ordentlich an Einwohnern zugelegt, aber trotzdem. Auf jeden Fall mal im Auge behalten. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass übelst wenig Fisch reinkommt. Warum fischst du denn eigentlich da drüben, wenn da ein Bonus ist? Ich meine, irgendwas werde ich mir dabei gedacht haben, aber...
mal, hier hast du 60% Bonus. Hä, hey, müsste ich hier nicht mehr Bonus bekommen, weil da das Fischerding, der Fischschwarm drin ist? War der Fischschwarm nicht mal hier oben? Irgendwie haben sich bei mir manche Sachen verschoben, habe ich das Gefühl. So, was bist denn du für ein Händler? Sei ein guter Händler, okay? Okay, du kaufst Kerzen für 11 und du kaufst Kerzen auch für 11. Das ist ja belastend. Ach nee, es hat hier oben nur nicht gewechselt, alles klar. Okay, du kaufst nichts, was ich verkaufen will. Ja, ja, ja. Ton. Will ich Ton kaufen? Ja, wir gucken. Oh, Holz. Holz für günstig Geld. Ist gekauft. Oh, Weide für. Okay, ist auch gekauft. Ich werde es wahrscheinlich bereuen, wenn ich den Ton nicht kaufe, aber der ist auch gerade teuer. Kriegt es nicht so fein eingestellt. Egal. So. Was hatte sie gleich nochmal zum Verkauf angeboten? Achso, nichts, was wir haben. Nee, 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 alles gut. Gut, wir könnten ein bisschen Fisch kaufen, aber... Leder haben wir mittlerweile echt eine gute Überproduktion. Aber da würde ich vielleicht doch nochmal einen zweiten Schuster oder einen zweiten Gerber investieren. Allerdings wären da ein paar Mitarbeiter sehr schön. Oh, warte mal kurz. Da war hier drüben, hat irgendwas gefehlt. Nein. Plünderers. Ich wollte gerade mal ein kurzes Päuschen machen, um mir was zu essen zu machen. Passt mal auf. Ich schmeiß mir nur kurz was zu essen in die Mikrowelle. Dann machen wir den Plünderer und dann ist mein Essen fertig. Das ist doch ein super Deal, oder? Also ganz kurze Pause, geht sofort weiter. Und mal sehen, mit was sie diesmal angerückt kommen. Im 6. Charity-Event gibt es wieder eine von Hand erstellte Karte. Diesmal in Form einer Kleinstadt mit allerlei Gebäuden auf einer kleinen, aber feinen Insel. Die 16 Teilnehmer verteilen sich auf 4 Teams und bekommen ihr Startinventar über einen simplen Knopfdruck auf die jeweilige Teamfarbe. Eine spezielle Kiste gibt es auch für jedes Team, die nur von eigenen Teammitgliedern geöffnet werden kann, da dort das erbeutete Geld aus den Charity POIs für den Handel mit den Admins gebunkert werden soll. Jedes Team bekommt eine Einkaufsliste mit Dingen, die man bei den Admins kaufen kann. Wie zum Beispiel Heilung, Essen, Rüstung oder auch Waffenmunition. Alles, was den Teams beim Kampf um die beste Platzierung helfen kann. Das Geld dafür muss man sich in 3 Charity POIs im Zentrum der Kleinstadt erarbeiten, die täglich frisches neues Geld erhalten. Je eine Kiste ist einfach, die andere ist etwas anspruchsvoller zu öffnen, beinhaltet jedoch auch mehr Loot, den es gilt, sicher nach Hause in die Spezialkiste zu bringen. Die erbeuteten Münzen dürfen jedoch nur im Rucksack transportiert werden, nicht im Gürtel. Das Team mit den besten Kill-Death-Ratio nach 7 Ingame-Spieltagen kann sich über den 2. Platz freuen. Der 1. Platz ist für die Kinder der Elterninitiative reserviert, die enorm für ihre Gesundheit kämpfen. Denn auch in diesem Jahr haben wir wieder einen tollen Spendenempfänger gefunden.
Der Förderkreis Bonn e.V. engagiert sich seit 1982 für an Krebs erkrankte Kinder und deren Familien. Somit ist alles für die Teilnehmer vorbereitet und ab 18 Uhr am ersten Spieltag ist das PvP freigegeben. Wir wünschen euch einen fantastischen Abend. So, da ist er wieder. Moment, noch einen Schluck trinken. Hydration ist so wichtig. Ah, herrlich. So, dann wollen wir mal gucken, von wo die Plünderer kommen. Von da. Also zumindest die erste Gruppe. Das werden mit Sicherheit nicht alle sein. Gucken wir mal, ob es hier irgendwo nochmal woanders hinspringt. Nee, sieht nicht so aus. Okay, lassen wir erstmal weiterlaufen, halbe Geschwindigkeit. Und da kommen nochmal 64 von da hinten. Was ist denn da los? Oh. Bisschen irgendwie. Seit einem der letzten Updates springen die Fenster immer mal so ein bisschen hin und her. Das ist doof. Mach mal so. Dann könnt ihr noch ein paar Steine mit abbauen. So. Wie sieht das eigentlich aus? Ach, guck mal, der Turm hier ist fertig. Aber da fehlt noch ein Stück Mauer. Das ist ja völlig bescheuert. Ah, schön. Habe ich vergessen, das Stück Mauer zu setzen oder ist das noch nicht fertig gebaut? Nee, ich habe tatsächlich vergessen, da ein Stück Mauer hinzusetzen. Ich drop's. Das bringt jetzt natürlich nichts mehr, aber wir setzen es mal hin, damit ich es nicht vergesse. So, noch sehe ich aber keine Belagerungswaffen, deswegen lasse ich mal meine Soldaten noch in der Kaserne. Flieht, ihr Narren!
flieht. Ach, guck mal, da oben ist das Stück Zaun, was kaputt ist. Ach nee, da ist ein Tor. Vor uns hatten die ja irgendwas kaputt gemacht, was ich nicht gefunden habe. So, gucken wir mal, was hier, das hier drüben sollte eigentlich kein Thema sein. Na, guck mal, da sind die ersten schon wieder am Abhauen. Okay, da sehe ich keine... Ja, dadurch, dass ich die Mauer natürlich noch nicht fertig gemacht habe, werden die hier erstmal den Turm jetzt zerlegen. Nur eine kleine Plünderung. Also wir hatten hier einmal mit 30 und einmal mit ein paar 60. Also vor uns hatten wir mehr. Vor uns hatten wir aber tatsächlich auch mehr Gold. Also zumindest in der Bank mehr Gold. Okay, die hauen ab. Ist das echt hauptsächlich an die Goldmenge geknüpft? Dann wäre es ja total smart, mein Gold die ganze Zeit im Handelsposten zu lagern, weil das dann da oben nicht auftaucht. Keine Ahnung. Mal schon mal den Turm wieder aufbauen. Dann wurden noch mal, sind das, ne, sind immer noch dieselben. Wir haben einen neuen Händler. Okay. Einfach mal mitten im Krieg erstmal Pause. Händler ist da, Leute. So. Wie sieht's denn aus bei dir? Dann könnten wir mit Gewinn verkaufen. Aber da tun wir erstmal, wir haben ja jetzt die Apotheke, wir haben jetzt Weide, dann machen wir mal so. Was verkaufst du denn? Noch mehr Kräuter. Wie viel Kräuter will ich denn auf Vorrat? Aber ich meine, die Kräuter sind halt jetzt auch nicht so teuer, ne? Wir könnten noch... Getreide ist auch so billig. Komm, wir kaufen mal 500 Getreide. Verkaufst Lehm für 4. Für wie viel hast du den Lehm verkauft? Du hattest doch auch Lehm. Für 5. Hier könnte man ein bisschen günstiger kaufen. Aber technisch gesehen haben wir noch. Ach scheiße. Lehm wird ja nicht schlecht. Zum Verkaufen habe ich allerdings nichts. Okay. Dann weiter Krieg. Hier wird auch schon wieder geflohen. Wieso sehe ich die Lebensbalken von meinen Gebäuden eigentlich nicht? Hat man da nicht eigentlich immer den Lebensbalken drüber gesehen? Naja. Die könnten, wenn sie hartnäckig sind, oh, da hinten auch, wenn sie hartnäckig sind, könnten sie durchs Tor durchkommen. Aber selbst wenn. Oh, da hinten sind sie durchgebrochen, aber die kommen nicht weit. Oh, die haben gemerkt, da hinten ist das Tor offen. Ja, macht mal. Wo wollen die denn hin? Jetzt haben sie sich doch überlegt, wir hauen lieber ab, oder was? Hä, wo kommen die denn her? Wie
Wie sieht denn das eigentlich bei meinen ganzen Geschütztürmen mit meinen Pfeilvorräten aus? Auch eigentlich gut. Das ist schön. Ja, da wird wild geflohen. Alles cool. Da fällt mir ein, wir haben ja wieder ein bisschen mehr Eisen. Oh, wir lassen den schon hauptsächlich hier. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir... Wir haben nie Armbrüste auf Vorrat. Keine Ahnung, wo die ständig landen. So, erste Plünderung. 32 Angreifer, davon sind 23 gestorben. Keine Gebäude zerstört, keine Einwohner getötet. Sehr gut. Fraglich, warum da ein Toter liegt. Vielleicht an Altersschwäche gestorben. Ja, definitiv war ganz lustig, dass die da hinten rumgelaufen sind, ne? Also für mich sehr praktisch. Und dann auch, wo die hier drin waren, dass die nach da oben gelaufen sind, haben irgendwie relativ wenig Sinn gemacht. Haben die hier unten noch irgendwas kaputt gemacht? Sieht nicht so aus. Da haben sie irgendwas kaputt gemacht, okay. Da war noch was kaputt. Da oben fehlt ein Stück. Ach, ich erinnere mich, das ist schon seit dem letzten Mal. Da war es die ganze Zeit so uneben und deswegen konnte ich da nichts hinbauen. Ja, gut. Wobei ich sagen muss, dass ich die KI gar nicht so dumm finde von den Plünderern. Also, das ist schon... Ja, ich will jetzt nicht sagen gut, aber ist schon... Wir haben schon Schlechteres gesehen. Sagen wir es mal so. Drücken wir es mal so aus. Ja, gucken wir mal, wie der Bericht von der zweiten Welle aussieht, aber sollte eigentlich auch, weiß nicht, vielleicht haben wir ein, zwei Dorfbewohner verloren oder so. Keine Ahnung. Ich meine, hier hinten haben wir zwar schön Bäume hingepflanzt, die könnten wir auch abbauen in dem Sinne, aber... Ja, wir haben halt echt Holzproblem, okay. Passt mal auf, das ist natürlich für ein paar Jahre auf Vorrat. Ich glaube, 2-3 Jahre brauchen die Bäume zum Auswachsen. Und eigentlich haben wir genug andere Baustellen, die wichtiger sind. Aber wir pflanzen hier mal... was sind denn gute Bäume? Nur Ahorn. Wir tun uns hier mal... Schade, dass man Bäume nicht einfach ziehen kann. Wir forsten hier mal ein bisschen auf für eine Abholzung in ein paar Jahren. Nein, jetzt habe ich die Nachricht weggeklickt. Na, das wollte ich nicht. Ja, okay. Tut mir leid, Chat. Ich habe den Plünderungsbericht weggeklickt. Ich meine, im Schnitt bekommen wir dann quasi für ein Gold 6 oder 7 Holz, glaube ich. Ist günstiger, als es beim Händler zu kaufen. Kostet halt ein bisschen Zeit und Arbeitskraft.
Weil jetzt natürlich erstmal Bauarbeiter dahin latschen müssen. Und die Bäume pflanzen müssen. Und dann brauchen die, ich weiß gar nicht, ich glaube 2 oder 3 Jahre, um richtig auszuwachsen. War doch mit Absicht. Nee, mich interessiert das immer. Diese Berichte finde ich immer interessant. Ich übertreib's natürlich auch direkt wieder hier, ne? Das ist jetzt ein schöner Waldfriedhof. So, ja. Keine Ahnung, hat jemand mitgezählt, wie viel Gold das war? Nö. Nee. So, das lügt. Wie sehen nach meinen Einkäufen meine Lager aus? Okay, da ist genug Platz drin. Ja, ich glaube, der zusätzliche Räucherer hat es gebracht hier. Das geht jetzt schön wieder auch nach oben, das Fleisch. Sollten schon um die 200 gewesen sein. Ja. Dann sind das ja... Aber gut investiertes Gold auf jeden Fall. Wir können ja mal gucken. Die Bäume hier sind ja quasi ausgewachsen. Ja, die bringen dann so 5 Holz. Ahorn bringt 7... Eiche. Eiche? Eiche bringt 7 Holz. Was haben wir denn gerade angepflanzt? Ich glaube, ich habe Ahorn angepflanzt, ne? Oh, Ahorn bringt natürlich nur 4 Holz. Oder die sind noch nicht richtig ausgewachsen hier. Das ist natürlich belastend. Okay, müssen wir uns merken. Wenn wir einen Wald anpflanzen wollen, müssen wir Eichen pflanzen. Ich meine, ich könnte jetzt das hier natürlich alles wieder abbrechen, aber ist jetzt auch egal. Eichen. Okay, müssen wir uns merken. Eichen. Ja, ja, definitiv, Mr. Tiger. Also selbst wenn ich jetzt nur 4 Holz pro Gold bekomme, ist das wesentlich günstiger als beim Händler. Beim Händler bezahle ich ja 4 Gold für ein Holz. Birke hast du auch gepflanzt? Ja, ich glaube, Birke bringt nicht viel. Ahorn, warte mal, hier hinten hat er gerade einen Baum fertig gemacht. Ah ne, das ist Rotkiefer, das habe ich nicht gepflanzt, das war schon da. Boah, ich habe gerade ein bisschen FPS-Probleme eventuell. Ach, guck mal, die pflanzen ja schon. Ach, Birke haben wir gepflanzt. Okay. Ahorn. Ach so, dann habe ich vor uns daneben geklickt. Lul. Okay. Ja, keine Ahnung, wie viel Holz Birke bringt. Also so oder so ist es günstiges Holz. Braucht halt ein bisschen Wachstum. Aber Eiche wäre halt das Sinnvollste gewesen. Ja, eigentlich sind Eichenbäume immer so. Also in den meisten Spielen, wo ich... Also, ne, in den meisten Spielen sind Eiche meistens das, was den meisten Ertrag oder
die beste Qualität oder irgendwie so. Ist Eiche auf jeden Fall immer weit vorn, sozusagen. Und dann habe ich mich auch noch verklickt mit Birke. Birke bringt meistens halt nicht so viel Holz. Ich würde da den Baum gerne anklicken. Oh Mann, ey. Ja, es bringt bloß 2 Holz. Keine Ahnung, wie ausgewachsen der ist. Naja, egal. Jetzt ist eh passiert. Jetzt pflanzen sie da die Bäume. Können wir in 2 Jahren abholzen und dann... wieder hier. Was bringt hier... Rotkiefer bringt 6 Holz. Rotkiefer ist auch gut, ja.